Ich wollte eigentlich ganz, ganz nett und freundlich heute über das Pokalhalbfinale sprechen, wollte Jürgen Klopp wohl, anstatt Gerüchte zu kommentieren. Ob privat oder beruflich einen angeblichen Wechsel zu den Bayern betreffend. Denn immerhin geht es gegen genau diese Bayern jetzt um den Einzug ins Pokalfinale. Und jetzt ist der Nummer 1 Gegner eben da. Und jetzt heißt es, wenn wir den Pokal gewinnen wollen, müssen wir Bayern schlagen. Also ist eigentlich ja wurscht, hat im Halbfinale, im Finale. Jetzt haben wir es im Halbfinale, haben es auswärts. Dadurch, ja, da haben wir auch schon gewonnen. Hoffen kann Klopp dabei auf Marco Reus und Ilkay Gündoğan. Doch weil bei den Bayern möglicherweise Arjen Robben wieder mit dabei sein könnte, weiß auch Klopp nicht so ganz genau, was ihn eigentlich erwartet. Das ist, kann ich jetzt wirklich nicht hundertprozentig einschätzen, halte ich auch nicht für so wahnsinnig wichtig. Ich weiß nicht, ob ich mich in der Sitzung hinstellen soll und sagen, die Bayern versuchen uns zu überrennen, wie gegen Porto das Ganze begonnen hat, oder die Bayern werden spielen wie bei uns im letzten Spiel gegen uns. Das alles ist nur eine Information. Also, aber in dem Moment, wo das Spiel beginnt, ist das dann auch schon meistens wieder über den Haufen geworfen hat. In München hat der BVB unter Jürgen Klopp grandiose Spiele bestritten. Bei seinem letzten Auftritt als BVB-Trainer in der Allianz Arena sagt Klopp, sein Team sei auf Krawall gebürstet. Die Blumen der Bayern zum Abschied hat er deshalb abgelehnt. Ich habe ja nicht vor, das ein Leben lang nicht mehr zu haben. Das ist, also wirklich, das ist auch der Grund, warum ich keine Blumen möchte. Also ich weiß, es ist ja wirklich so beim Abschied für immer. Und vielleicht wünschen sich das ja manche. Aber ich habe ja schon vor, weiterzuarbeiten. Ja, und deswegen brauche ich da keine Abschiedsblumen.